Ein wunderschöner Wartburg, 312, 313 mit der langen Motorhaube, die handgefertigt war. Heute in Hohenstein vor dem Hotel Drei Schwanen, wo Karl May schon war und Veranstaltung hier hatte, wo wir öfter schon waren. Und Herr Wartburg ist natürlich mit einem schwarzen Dach ein Traumexemplar. Ein wunderschönes Auto, übrigens Auto des Jahres in Europa, ich glaube 1957 oder 58 vor Porsche. Damals war der DDR-Automobilbau richtig modern und zeitgemäß und seiner Zeit schon noch ein Stück weit voraus.